Ich wäre aber jetzt erstmal eine kurze Case Study zu Security machen. Und zwar hat es vor einiger Zeit einen sehr spektakulären Paper gegeben zum Thema IoT Security, und zwar zu den Philips Hue Lampen, die vielleicht einige hier kennen. Das möchte ich kurz vorstellen, nämlich auch, was man daraus lernen kann und wie man es nicht machen sollte. Kann man hinterher immer leicht sagen. Aber ich möchte trotzdem so auf ein paar Dinge da hinweisen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in dieses Philips Hue-Thema rein und dann möchte ich zeigen, was man eigentlich auf denselben Protokollen heute tun kann. Philips Hue ist gebaut mit Zigbee. Zigbee ist ein Protokoll, was für sehr kleine Embedded Devices war und ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als man geglaubt hat, dass man IP-Protokolle auf so kleine Devices nicht draufbringt. Die haben typischerweise nicht Mega oder Gigabyte an Hauptspeicher wie heutzutage, sondern Kilobyte. Das heißt, wir haben Devices, die haben ein Flash-Memory von 128 Kilobyte oder sowas und 32 Kilobyte Hauptspeicher RAM. Ja? Und mit so einem Device kann man heutzutage einen IPv6-Stack implementieren. Und da möchte ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was für Protokolle gibt es da heute und wie funktioniert das Ganze wirklich. Aber erstmal zu dem Thema IoT Security. Da möchte ich erstmal ein bisschen vorausschicken, was überhaupt die Sicherheit ist, also Kerckhoffs Prinzip. Wie funktioniert diese ganze Zigbee-Standardisierung und dann so diese ganze, wie diese Attacke ausschaut auf diese Philips Hue-Lampen. Kerckhoff war so ein Militärkryptologe, Franzose, der paraphrasiert gesagt hat, dass der Algorithmus nicht sicher, nicht davon abhängig sein darf, dass er geheim ist. Das heißt, der Algorithmus muss bekannt sein können und das Kryptosystem muss trotzdem sicher sein. Das Einzige, was natürlich sicher sein muss und der Angreifer nicht wissen darf, ist der Key. Das heißt, die Sicherheit eines kryptografischen Algorithmus darf nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus abhängen. Und die Autoren von diesem IoT-Warm-Paper, um es das jetzt in den nächsten Seiten geht, schreiben, das ist ein wörtliches Zitat, der scharfe Kontrast zwischen der offenen Art, wie der TLS 1.3-Standard entwickelt worden ist. Also TLS 1.3 ist das HTTPS, der letzte Standard, den wir im Webbrowser verwenden. Und die Geheimhaltung, die der Zigbee 3.0-Spezifikation zugrunde liegt, und dass die Zigbee 3.0-Spezifikation noch immer nicht öffentlich verfügbar ist, ist ein großer Teil des Problems. Des Problems, was wir jetzt in der Folge kurz sehen werden. Worüber ich jetzt spreche, ist diese Philips Hue-Lampe, und ich möchte gleich vorausschicken, sowas kann jedem passieren. Ja? Also Philips ist durchaus eine Firma, die wissen, was sie tun, und trotzdem kann es passieren, dass halt solche Exploits sind. Und ich möchte dann nachher ein paar Faustregeln überblicksartig geben, um ein bisschen zu beschreiben, was man tun kann, um dass sowas nicht passiert. Diese Philips Hue Smart Lamps Plattform gibt es im deutschsprachigen Raum auch. Verwendet das Zigbee Lightlink Protokoll. Das ist ein Subprotokoll von dem Zigbee Standard, was designt worden ist für Consumer Hardware. Und Zigbee hat immer diese Philosophie, wenn es nur Consumer in Anführungszeichen ist, dann muss es nicht so sicher sein. Ja. Schon mal diese Voraussetzung ist aus meiner Sicht deswegen falsch, weil sobald ich was habe, was am Netzwerk hängt, muss es sicher sein, auch wenn es Consumer Hardware ist. Sorry, ich muss kurz meinen Parkschein verlängern. Und das ist, glaube ich, im Zigbee-Standard schon mal ein wichtiger Fehler, den man so nicht nochmal machen sollte.
ZLL, also dieses Zigbee Light Link Protokoll, hat ein Commissioning Protokoll, das verwendet wird, wenn wir eine Lampe haben und die neu gekauft haben und in das Netzwerk von existierenden Lampen integrieren wollen. Dann braucht man dieses TouchLink Commissioning Protokoll. Und das stellt im Wesentlichen sicher, dass eine Lampe in mein Netz nur dann integriert werden kann, wenn die Basisstation weniger als einen Meter nebendran ist. Und das stellt dieses Protokoll sicher, indem einfach die Feldstärke gemessen wird. Und wir wissen, dass die Feldstärke quadratisch mit dem Abstand abnimmt. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, mit dicker Leistung irgendwie so ein Device zum Pairing zu kriegen. Man müsste da schon ziemlich nah ran und mit ziemlich hoher Leistung senden. Also das ist eine relativ sichere Idee, wie man sowas machen kann. Ja? Also das ist ja immer das Problem, ich habe ein Device, das kaufe ich im Laden. Wie bekommt das die Möglichkeit, mit meinem Netz verschlüsselt zu kommunizieren? Da muss es irgendwie eine Initialmöglichkeit geben und die ist in diesem Zigbee-Stand halt als, auf eine bestimmte Art gelöst. Zigbee verwendet einen eindeutigen Key für jedes PAN. Ein PAN ist ein Personal Area Network. Und diese Keys müssen irgendwie einmal übertragen werden, wenn ich jetzt dieses Pairing mache zwischen der Lampe und meiner Basisstation. Protokollnachrichten sind nicht verschlüsselt oder signiert. Und jetzt müssen wir irgendwie diese Keys in dieses neue Device reinbringen. Zigbee löst das so, dass es einen Secret Master Key gibt, der für dieses Pairing verwendet wird. Das heißt, jedes Zigbee-Device, also jedes Zigbee-Lightlink-Device, hat diesen Secret Master Key. Ich schreibe ihn deswegen in Anführungszeichen, weil dieser Secret Master Key, den kriegt man nur, wenn man Member von der Zigbee Alliance ist. Dann kriegt den jeder. Und wie man sich leicht vorstellen kann, ist sowas nicht leicht geheim zu halten. Der ist 2015 auf Twitter geleakt. Ja? Das heißt, dieser Key ist nicht mehr geheim. Und da sieht man auch schon eins der ersten Probleme. Dieses Zigbee-Lightlink-Protokoll verwendet Pre-Shared Keys, die in jedem Zigbee-Device drin sind. Und diese Keys kann man prinzipiell nicht geheim halten. Die andere Frage ist, wie macht man dieses Pairing wirklich sicher? Und dazu ist die Antwort, das ist noch ein ungelöstes Problem. Ja? Pairing von Devices in einer unsicheren Umgebung, wo andere mithören können über Funk, ist prinzipiell ein hartes Problem. Das ist, möchte ich einfach hier mal in den Raum stellen. Das ist nichts, was man so einfach tun kann. Also insbesondere, wenn das Consumer-Hardware ist. Wenn ich eine Firma bin, die irgendwas ausrollt, kann ich in jedes Device vorab irgendein Zertifikat reingeben. Aber wenn das Consumer-Hardware ist, ist es schwierig. Dieser Proximity-Check ist dieser Check, dass das zu pairende Device nahe genug an der Basisstation dran ist, also weniger als einen Meter. Und das wird einfach über Received Signal Strength Indication, also einfach über die Feldstärke der empfangenen Pakete festgestellt. Und die Distanz ist weniger als ein Meter. Leider werden in der Implementierung von diesen Philips Hue-Lampen nicht alle relevanten Telegramme gecheckt mit diesem Proximity-Check. Und diese Angreifer haben es geschafft, also die Angreifer sind ein paar Researcher aus Israel, unter anderem der Adi Shamir ist einer der Mitautoren, den kennen wir als das S in RSA, also in diesem Verschlüsselungsalgorithmus. Das heißt, die wissen schon, was sie tun. Das ist also nicht eine Standardattacke, die jeder, sage ich mal, von uns jetzt so ohne weiteres ausführen kann. Also es wurden nicht alle relevanten Telegramme gecheckt und den Angreifern ist es gelungen, Geräte auch innerhalb Funkreichweite auf Factory Default zurückzusetzen und in das eigene Netzwerk zu holen. Also nicht nebendran 60 cm, sondern auf Funkreichweite bis 300 Meter eine beliebige Lampe resetieren auf Factory Default und ins eigene Netz holen. Dieser Bug ist in den Philips-Lampen inzwischen gefixt. Ja? Also einfach, um das vorauszuschicken, die haben gewartet mit der Publikation des Philips, das gefixt hatte. Und
indem Sie jetzt solche Telegramme geschickt haben, können Sie also ein entferntes Device ins eigene Netz holen und in das eigene Netzwerk holen. Das ist dieser Join Network Request. Damit haben Sie schon mal den ersten Schritt. Das Device gehört jetzt Ihnen. Sie können sozusagen vom Nachbarn die Lampe ein- und ausschalten. Das ist also schon mal was, was man nicht will. Dann haben die Dinger ein sogenannten Over-the-Air-Upgrade. Das heißt, Philips, und das ist eine gute Sache, hat eingebaut, dass man den Lampen eine neue Firmware verpassen kann. Das will man, insbesondere bei Consumer-Hardware, einen automatischen Update, auch wenn wir als Linux-Leute, die typischerweise wissen, was sie tun, das nicht gerne haben, wenn vom Hersteller automatisch irgendein Upgrade reinkommt. Für ein Consumer-Device ist das eine gute Idee, weil halt Sicherheitsprobleme bekannt werden und man muss die irgendwie fixen können. Das heißt, es ist eine gute Idee, dass es diesen Over-the-Air-Upgrade gibt. Dieser Over-the-Air-Upgrade ist von der Zigbee Alliance standardisiert. Das heißt, es ist auch möglich, dass eine Basisstation einer Lampe, die nicht der eigenen Firma gehört, einen Over-the-Air-Upgrade schickt, vorausgesetzt, sie hat das richtige Image und dieses Device akzeptiert den. Das heißt, es ist möglich, Cross-Plattform, Cross-Hersteller so ein Over-the-Air-Update zu machen, was auch eine gute Sache ist. Dieser Standard schlägt vor, dass man asymmetrische Verifikation machen sollte, also irgendein Public-Key-Verfahren, wo eben das Image nicht den Key enthält oder das Device, was das Firmware-Upgrade hat, nicht den Key enthält, der zum Erzeugen des Images nötig ist, sondern nur einen Public-Key, der zum Verifizieren des Images nötig ist, also wie eine digitale Unterschrift. Das Device soll nicht unterschreiben können oder ein Image erzeugen können, es soll nicht die Keys dafür haben, aber es soll die Möglichkeit haben, das Image zu verifizieren, dass es vom richtigen Hersteller kommt. Aber der Standard macht das nicht verpflichtend für die meisten Zigbee-Anwendungen und insbesondere auch nicht für dieses Zigbee-Lightlink-Protokoll, was von Philips verwendet wurde. Das heißt, leider ist das asymmetrische Verfahren hier nicht verpflichtend und Philips hat es auch nicht implementiert. Das heißt, sie verwenden einen symmetrischen AES-Key, um die Firmware-Upgrades zu verschlüsseln und um die Firmware-Updates zu authentifizieren. Das ist ein Standard-CBC-MAC-Algorithmus, da gibt es einen RFC dazu, der macht zwei Dinge gleichzeitig, er verschlüsselt und er berechnet über das ganze Image eine Checksumme, die dann sagt, ob das das richtige Image ist und vom richtigen Hersteller kommt. Diesen Key, der ist in jeder Philips-Lampe, aber man kann ihn nicht auslesen. Also typischerweise diese kleinen Devices haben sogenannte Debug-Fuses, das sind so Sicherungen, ist nicht das richtige Wort im Deutschen, aber ein Setting, das kann ich einmal setzen, dann kann ich die Firmware aus dem Device nicht mehr auslesen. Und ich kann dieses Bit, das mir das Auslesen verhindert, nur dadurch löschen, dass ich das ganze Device lösche. Und dann ist aber auch die Firmware, die ich auslesen wollte, weg. Ja? Das heißt, es ist nicht so einfach, diesen Key aus diesem Device rauszukriegen. Das ist da zwar drin in jedem Device, aber man kriegt den nicht raus. Aber es gibt sogenannte Side-Channel-Attacken. Da messe ich zum Beispiel irgendein physikalisches Messpunkt. Eine Möglichkeit ist, den Stromverbrauch zu messen von dem Device, während es AES-Operationen durchführt, also Verschlüsselung macht. Und damit kann man rückschließen auf die verwendeten Schlüsselbits und das verwendete Key-Material und so rausfinden, was der Schlüssel denn heute war. Dazu gibt es eine Plattform, die heißt Chip Whisperer, die macht solche Side-Channel-Attacken speziell einfach. Die hat so ein paar Features, dass sie zum Beispiel vom Takt her, man muss ja das Samplen dann, die Power, den Stromverbrauch, dazu schaltet man typischerweise einen Widerstand in Serie mit dem Prozessor und an dem Widerstand misst man die Spannung. Das kann man mit einem Speicheroszilloskop machen und mit dem Chip-Whisperer kann man aber den Takt synchronisieren mit dem Takt vom Prozessor. Dadurch braucht man weniger Samples.
und die ganze nachfolgende Rechnerei und so weiter wird einfacher. Es gibt mehrere Techniken dazu. Differential Power Analysis und Correlation Power Analysis sind so einige davon. Die Angreifer haben in dem Fall für AES CCM ein spezielles neues Verfahren entwickelt, mit dem man das über AES CCM mit mehreren Runden mit so einer Side-Channel-Attacke knacken kann. Ich habe ja schon gesagt, die Leute wissen, was sie tun. Und damit haben wir alle Zutaten, um einen Wurm zu programmieren. Das heißt, wir können in eine Lampe unsere bösartige Software reinladen. Diese Lampe könnte alle anderen Lampen in Funkreichweite infizieren. Und diese anderen Lampen in Funkreichweite könnten wieder alle anderen Lampen in Funkreichweite infizieren und damit alle Lampen, die erreichbar sind, infizieren. Sie haben dann ausgerechnet, dass eine Stadt wie Paris ungefähr 15.000 Lampen braucht. Dann haben sie die Dichte, wie nah sie beisammen sein müssen, dass alle infiziert werden. Und in Paris sind sicher schon mehr als 15.000 Lampen dazu in Verwendung. Dazu muss man aber sagen, Paris ist eine der dichtesten besiedelten Städte von Europa. Das heißt, da sind auch die Punkte sehr eng zusammen. Aber man sieht, das ist durchaus gefährlich. Ja, was können wir daraus lernen? Ich habe da einiges an Literatur, insbesondere dieses Paper. Also das ist, wen das interessiert, das ist dieser Report, den ich jetzt im Wesentlichen nochmal dargestellt habe. Was können wir daraus lernen? Der wichtigste Punkt ist, Pre-Shared Keys für Software-Updates sind keine gute Idee. Dieser Key, den die da rausgeholt haben auf dem Device, den haben sie nicht veröffentlicht, aber der gleiche Twitter-Account, der 2015 den anderen Key für dieses Software-Pairing veröffentlicht hat, hat diesen Key 2016 im Dezember veröffentlicht. Das heißt, dieser Key für das Software-Update von den Zigbee-Lampen ist bekannt. Das heißt, es könnte jeder ein Software-Update von den Zigbee-Lampen machen über Funk, wenn er in der Nähe ist, weil dieses Problem, dass diese Lampen das zulassen, wenn eine Lampe weiter weg ist, das hat Philips inzwischen gefixt. Also was lernen wir daraus? Pre-Shared Keys sind keine gute Idee. Asymmetrische Krypto ist für solche Software-Update-Sachen besser. Braucht für so kleine Devices ein bisschen mehr Rechenzeit, aber ein Software-Update ist eh nichts, was von jetzt auf gleich geht. Insbesondere bei diesen Funkübertragungen, die eh eine relativ niedrige Bandbreite haben. Das heißt, die Rechnerei von dem asymmetrischen Kryptoverfahren fällt unter den Tisch, wenn man die Übertragungszeiten von diesem Firmware-Update anschaut. Und was lernen wir daraus? Wir sollten nicht nur Standardkomitees vertrauen, sondern gewisse Dinge auch selber anschauen und insbesondere Standards, die in größerem Rahmen nicht nur in einem kleinen Komitee designt wurden. Das mal zu dem Thema und jetzt gleich aufbauend darauf. Möchte ich jetzt auf Sixlo-WPAN eingehen. Sixlo-WPAN ist ein Protokoll, was auf dem gleichen Physical Layer arbeitet wie diese Zigbee-Lampen. Das ist ein IEEE-Standard, der heißt 802.15.4 und ist eine Funkverbindung mit niedriger Datenrate, also weniger als 1 Megabit. Wir kennen WLAN, das hat deutlich über 10 Megabit, je nachdem, welchen Standard wir heute einsetzen. Und ist so vergleichbar mit Kabelgebundenem, wenn man nah genug am Empfänger ist und nicht zu viele Leute auf dem WLAN sind. Und dieses 802.15.4 ist also für sehr niedrige Datenübertragungen. Philips-Lampen zum Beispiel sind, also oder überhaupt Lampen sind ein sehr gutes Anwendungsfeld, weil Lampe an und Lampe aus ist im Prinzip 1-Bit-Datenübertragung. Ja? Das heißt, wir wollen da für irgendwelche Schaltfunktionen, für Home-Automatisierung Protokolle haben, die
zwar relativ langsam die Daten übertragen, aber sonst einige Eigenschaften haben, die gut sind, und auf die Eigenschaften möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Das heißt, ich möchte so ein bisschen sagen, was ist SigsLoWPAN, was ist 802.15.4, wie funktioniert das, was ist Mesh Networking, was gibt es sonst für Bussysteme, warum ist es wichtig, da offene Standards zu haben, was gibt es derzeit für Bussysteme in diesem Automatisierungsbereich. SigsLoWPAN ist IPv6, also wir sprechen direkt statt ZigBee-Protokoll IPv6 über 802.15.4. Dazu sei angemerkt, auch die nächste Generation des ZigBee-Standards wird SigsLoWPAN verwenden. Also die gehen auch in diese Richtung, und das ZigBee-Konsortium, einige Mitglieder davon sind auch sehr maßgebend an der Entwicklung von SigsLoWPAN beteiligt oder beteiligt gewesen. Das Low Power ist wichtig. Wir haben zwar eine niedrige Datenrate, aber das Ding verbraucht auch relativ wenig Strom. Wir haben unten IoT Austria Stand. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wollen so diese IoT-Themen ein bisschen fördern. Da haben wir auch so eine Prototyp-Hardware, die wir für eigene Experimente bauen. Und da ist das Low Power wichtig, so ein Device, das ist ein Atmel-Mikrocontroller, der diesen Funkchip direkt on board hat. So ein Mikrocontroller kann ich aus zwei AAA-Batterien ein Jahr lang versorgen. Wenn Sie jetzt so einen WLAN-Chip nehmen und Sie nehmen zwei AAA-Batterien und Sie schauen überhaupt nicht, dass der sich auch zwischendurch mal schlafen legt und nicht dauernd kommuniziert, dann ist der wahrscheinlich in einer Stunde leer oder so. Ja? Also WLAN braucht um zwei Größenordnungen, würde ich jetzt sagen, mehr Strom als diese Geräte, oder wenn es nicht drei sind. Dann ist unten drunter, unter dem SigsLoWPAN, dieses 802.15.4. Es gibt eine eigene IETF Working Group, die sich mit solchen Low-Power-Netzwerken beschäftigt. Die hat diese RFCs dazu gemacht. IEEE-Standard unten drunter für die ersten zwei Layer, also MAC-Layer. Dann gibt es RFCs dazu, die haben erstmal geschrieben, was wollen wir überhaupt tun. Es gibt so ein Problem Statement, was sehr wichtig ist, um überhaupt mal zu sehen, für was für Anwendungsfälle ist es designed. Und das SigsLoWPAN selber ist in RFC 4944. IPv6 hat einen riesen Nachteil, es hat sehr große Pakete. SigsLoWPAN hat sehr kleine Pakete. Das heißt, IPv6 definiert, dass die minimale MTU 1280 Byte sein muss, das ist sehr groß. Bei SigsLoWPAN haben wir 127 Byte Nutzlast. Das heißt, was passieren muss, es müssen irgendwie mehrere SigsLoWPAN-Pakete für ein IPv6-Paket verwendet werden. Das macht dieser SigsLoWPAN-Zwischenlayer. Ja? Der passt das an, IPv6 oben, SigsLoWPAN unten. Trotzdem sollte man auf der Anwendungsschicht dann schauen, dass die Pakete klein sind, damit ich dieses Fragmentierungsproblem nicht habe, also weniger habe. Und die Adresslänge ist natürlich auch noch ein Problem. Wir haben riesig lange Adressen in IPv6 und das muss in diese PAN-Adressen irgendwie gemappt werden. Und insbesondere wollen wir dann nicht in jedem IP-Paket 128-Bit IPv6-Adresse drin haben. Das heißt, was es gibt, ist noch irgendwelche Header-Compression-Algorithmen, die mir diesen Traffic relativ gut zusammenschrumpfen. 802.15.4 ist insbesondere ein Low-Power-Radio. Brauchst du was von mir, oder? Habe ich dich hier schon unterbrochen? Wollte nur kurz auf das Abendprogramm hinweisen. Um 19 Uhr gibt es den Dokumentarfilm Alles unter Kontrolle von Werner Bothe, der vor einem Jahr circa im Kino gelaufen ist, bei freiem Eintritt. Der Regisseur kommt auch und um circa 8:30 gibt es dann auch Socializing Come Together mit Pizza. Wir haben da auch Flyer vorbereitet, wenn da irgendjemand das Licht einfach auf. Gut, gehen wir wieder weiter. Datenrate, habe ich schon gesagt, ist relativ niedrig, also so 250 Kilobit pro Sekunde oder sogar niedriger. Basis von ZigBee und anderen Protokollen. Und dieses
PAN will man heute eigentlich nicht mehr, weil das heißt Personal Area Network. Das war mal so ähnlich gedacht wie das, für was Bluetooth heute eingesetzt wird. Also dass man so mehrere elektronische Devices hat am Körper, die alle irgendwie miteinander reden. Dafür ist 6LoWPAN nicht unbedingt nur geeignet. Das kann man natürlich dafür auch nehmen, aber es hat deutlich breiteres Einsatzfeld. Es gibt zwei verschiedene Nodetypen. Die wichtigen sind die Fully Functional Devices, die also mehrere, die auch Routing-Funktionen übernehmen können und Pakete weiterleiten, also dieses Netzwerk aufzubauen. Point-to-Point-Modus, und es gibt auf höheren Schichten dann ein Mesh-Network. Das ist inzwischen auch in einem RFC, in einem eigenen drin. Das heißt, man kann heute mit 6LoWPAN Mesh-Netzwerke bauen. Da assoziieren sich die einzelnen Knoten automatisch. Das Protokoll heißt RPL für Routing over irgendwas Lossy Networks und kann eben mehrere Knoten Mesh-Routing machen. Das heißt, ich muss nicht von einem Knoten meine Infrastruktur direkt erreichen, sondern dieser Knoten kann über mehrere Hops, über mehrere Zwischenknoten, die näher dran sind, zu diesem Netzwerkknoten gehen. Und damit kann ich natürlich ein Netzwerk viel einfacher, wenn ich zum Beispiel Heimautomatisierung mache oder so, viel einfacher aufbauen, weil ich nicht darauf achten muss, dass ich von überall nach überall mit dem Funk hinkomme. Frequenzen. Ich sage es gleich, das ist die wichtigste Frequenz, weil sie einerseits international ist und andererseits die meisten Kanäle hat. Europa hat mal wieder durch Lobbying sich einiges vergeigt, weil der im 868-Megahertz-Band, was ein bisschen weiter geht als das 2,4 Gigahertz, weil einfach die Reichweite größer ist, gibt es genau einen Kanal, der für General Purpose ist, und dann gibt es ganz viele Firmen, die sich irgendwie für spezielle Anwendungsgebiete da irgendwelche Frequenzen reserviert haben. Die Amerikaner haben das genau umgekehrt gemacht, die haben gleich mal 10 Kanäle dafür bereitgestellt und das auf 30 erweitert im Jahr 2006. Ja. Also genau wieder, wir kennen das eh schon oft, dass in Europa das Lobbying so funktioniert, dass es nicht immer der Allgemeinheit sehr zugutekommt. Es gibt andere Frequenzen, wo Frequenzbänder, wo zusätzliche Kanäle kommen. Zum Beispiel haben sie vor kurzem einige Babyphone, ISM-Bänder abgeschafft, wo wir erwarten können, dass es wieder einige Frequenzen noch für diese Anwendungsgebiete gibt. Andere Länder haben andere Frequenzen. Für Funkamateure ist interessant, dass es einige chinesische Devices gibt, die im 70-Zentimeter-Band senden. Das ist eine Amateurfunkfrequenz in Europa, die wir verwenden dürfen, und damit kann man zum Beispiel eigene Experimente machen. Sehr niedrige Power. Wir wissen, dass WLAN im 2,4 Gigahertz-Bereich bis 20 dBm, also bis 100 Milliwatt senden darf. Im 5 GHz-Bereich teilweise sogar bis 1 Watt. Das heißt, das ist dann ein Tausendstel von dem, was im 5 GHz-Bereich WLAN darf. Modulationsstandard gibt es also, möchte ich gar nicht so schnell, also Direct Sequence Spectrum war so das erste. Es gibt inzwischen andere Modulationsarten, die etwas effizienter sind. Topologie ist Point-to-Point oder Stern. MacLayer hat die Möglichkeit, Beacons zu senden und so Timeslots zu verwenden. Die Timeslots haben den Riesenvorteil, dass ich mich dann schlafen legen kann und wieder aufwachen, wenn ich weiß, da müssen Daten kommen. CSMA-CA ist der gleiche Zugriffsmechanismus, den auch WLAN hat. Das heißt, man hört auf dem Kanal und dann beginnt man zu senden, wenn nichts war. Man kann natürlich nicht wie auf einem Kabel gleichzeitig senden und empfangen. Das geht bei Funk nicht, weil natürlich das, was ich empfange, immer um so viel weniger ist, dass wenn ich selber sende, ich nichts mehr höre. Und dann gibt es Acknowledgements und Unterstützung für Encryption, wobei zu der Unterstützung für Encryption zu sagen ist, es gibt keinen Mechanismus, der standardisiert ist fürs Key Management. Und man kann ausrechnen, dass man ungefähr 7 Wochen mit relativ viel Traffic senden kann und dann müsste man die Keys ändern, weil das verwendete Verfahren verwendet eine Nonce, einen Number used once, die man wirklich nur einmal verwenden darf. Und
der Bereich, der für die Nuances reserviert ist, ist so klein, dass man nach 7 Wochen die aufgebraucht hat. Das heißt, eigentlich kann man diese Encryption nicht verwenden. Außerdem ist sie nur Punkt zu Punkt. Das heißt, ich habe ja vorher gesagt, ich habe ein Mesh-Network. Dann würde auf jedem Knoten die eine Funkverbindung das wieder ausgepackt, dann wieder eingepackt für die nächste Funkverbindung, dann wieder ausgepackt, wieder eingepackt und so weiter. Auch nicht besonders effizient. Und es liegt der Klartext auf jedem Knoten vor. Und wir haben ja bei solchen Devices, kann man schnell mal den Knoten klauen und irgendwie für andere Zwecke missbrauchen. Also die Encryption auf der Ebene vom Protokoll macht auch nicht viel Sinn. Dann haben wir Mesh Networking, das habe ich schon erwähnt. Da gab es 2 IEEE-Drafts dazu. Die IETF ist inzwischen schneller, da gibt es inzwischen einen Standard als RFC. Der verwendet einfach das ICMP Version 6, also Internet Control Message Protokoll. Das kennen wir alle, wenn wir Ping sagen und dann irgendwelche Antworten bekommen. Das geht über ICMP, allerdings Version 4. Wenn wir Ping 6 sagen, geht es über ICMP 6. Und ICMP wird da verwendet fürs Routing, für das Bauen von diesen Mesh-Netzen. Das Interessante ist halt, nicht alle Knoten, das habe ich schon erwähnt, müssen wirklich die Infrastruktur, die kabelgebundene, auf einem Hop erreichen, sondern können über mehrere Hops zu diesem Router gehen. Und das Stichwort, was hier besonders wichtig ist, ist das Mobile Ad-Hoc Network. Das ist ein Forschungsgebiet, was schon einige Jahre jetzt sich hinzieht, wo man eben versucht, solche Routing-Protokolle zu entwickeln. Es ist sehr viel Aufwand und man kann aber sagen, das, was wir jetzt sehen, was dabei rausgekommen ist von der IETF, funktioniert. Funktioniert auch mit wirklich großen Netzen und ist damit was wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren in mehr Deployments sehen werden. Zum Vergleich dazu, das Zigbee hat auch ein Mesh-Routing-Protokoll, was aber bei mehr als einer Handvoll Knoten nicht mehr funktioniert. Also hat zwar viel Code, aber funktioniert dann halt nicht. Warum, was ist der Background dafür, warum will man das? Wir haben typischerweise in der Gebäudeautomatisierung, wo diese Protokolle auch hinzielen, nicht nur, also Internet of Things ist der weitere Rahmen, aber Gebäudeautomatisierung auch, haben wir halt eine Eigenschaft, die IPv6 dort sehr geeignet macht. Wir haben nämlich eine riesige Anzahl von Knoten. Also potenziell ist halt jeder Lichtschalter und jede Lampe ein eigener Knoten. Und wir haben riesige Adressräume, das heißt, ich muss jede dieser Lampen ja einzeln adressieren können. Und die meisten Feldbus-Standards können das nicht. Es gibt ein paar für Gebäudeautomatisierung, die ich auf einer weiteren Folie noch habe. Und die meisten Telegramme sind sehr kurz. Und dafür gibt es dann ein eigenes Protokoll, das ist das Constraint Application Protokoll, was auch ein RFC ist. Das macht das Gleiche, was HTTP über TCP macht, macht das über UDP, nämlich Get, Put und Post, also eine RESTful Interface, was die Webentwickler unter uns wahrscheinlich kennen. Das heißt, man kann da so Dinge tun wie einen Wert schicken oder einen Wert holen. Und das braucht sehr wenig Platz und ist damit wieder gut geeignet dafür, und es ist auch mit diesem im Hinterkopf entwickelt worden, dass man unten drunter ein Physical Layer hat, der nur 127 Byte in einem Paket übertragen kann. Und damit kann man mit diesem Constraint Application Protokoll verhindern, dass die einzelnen Telegramme fragmentiert werden. Und die meisten dieser Anwendungen haben halt keine besonders großen Anforderungen an hohe Datenraten. Wenn ich jetzt nur ein Licht einschalten will, dann geht das halt üblicherweise mit einem Bit, mit ein bisschen Protokoll drumherum. Dann haben wir eine große Ausdehnung, wenn man an ein Gebäude wie eine Fachhochschule hier denkt. Die sind üblicherweise sehr groß, man spricht von funktionalen Gebäuden, Functional Buildings. Und das heißt, wir brauchen irgendeine Bustopologie, die das verkraftet. Oft wird es mit Hierarchien gemacht, aber man will oft auch halt Querverkehr haben. Insbesondere will ich zum Beispiel, dass
der Lichtschalter direkt mit der Lampe kommuniziert und der sagt, sie soll sich einschalten und es nicht über irgendein großes Home Automation Kit im Keller geht oder sogar ins Internet geht, sodass, wenn das ausgefallen ist, ich meine Lampe nicht mehr ein- und ausschalten kann. Ja? Das heißt, ich will irgendwie eine direkte Verbindung haben und deswegen muss jeder Knoten einzeln adressierbar sein und deswegen sind solche Protokolle, die da zu hierarchisch sind, nicht gut. Das ist das mit den direkten Kommunikationen. Und was wir wollen, warum wollen wir Radio, warum wollen wir Funk? Weil wir halt gerne das nachrüsten können wollen. Das heißt, es gibt ganz viele Gebäude, die haben nicht fixfertig eine strukturierte Verkabelung. Und dann will man über Funk irgendwas tun können, speziell wenn es zu Hause ist, will ich nicht die Wände aufstemmen müssen, um irgendwie Home Automation machen zu können. Dazu kommt noch als Funkamateur vielleicht hier noch eine kleine Anmerkung. Es gibt ja diese ganzen Devices, die über die Stromkabel kommunizieren. Insbesondere gibt es auch Solaradapter, die das tun. Und dann gibt es immer Leute, die glauben, sie machen das deswegen, weil sie wollen nichts, was funkt in ihrer Wohnung haben. Und deswegen nehmen sie so eine Radio-Line-Communication und wissen nicht, dass die Stromkabel in ihrer Wohnung alle ungeschirmt sind und das Ding ein breitbandiges Störspektrum absondert, mit dem man nicht mal mehr normal Radio hören kann auf Kurzwelle oder ähnliches, weil halt irgendwo das ja hin muss. Ja? Also wir haben dort keine geschirmten Leitungen, deswegen sind diese Powerline-Kommunikationssachen mit Vorsicht zu genießen. Für ganz niedrige Datenraten machen das die E-Werke eh schon seit eh und je. Straßenbeleuchtungen schalten oder ähnliches passieren teilweise über solche Mechanismen, aber das sind sehr niedrige Datenraten, die dann auch nicht stören. Aber wenn Sie jetzt so einen WLAN-Adapter verwenden in der Wohnung, ist es besser, ein Ding zu kaufen, was auf einer Frequenz sendet und nicht ein riesiges, breites Störspektrum macht. Dann wollte ich noch was zu offenen Standards sagen. Warum ist es so wichtig, da offene Standards zu haben? Also nicht sowas wie die Zigbee Alliance, wo ich Mitglied werden muss und dann vielleicht den nächsten Standard kriege und die geheimen Keys, die ich brauche, kriege, sondern ein offener Standard heißt, ich bekomme Zugriff zu dem Standard ohne große Gebühren, zumindest reasonable and non-discriminatory heißt es. Das heißt, es zahlen alle die gleichen Gebühren. Wir wollen natürlich offene Standards noch offener im Sinne von, dass auch der Standard nichts kostet und dass insbesondere der Standard nicht von irgendwelchen Patenten behaftet ist. Und was da halt ein großer Punkt ist, wenn man Gebäude baut und da irgendwas einbaut, dann will man, dass das ein paar Jahre lebt und da arbeitet. Dann noch was zu Building Automation. Was sind so die Standards, die heute da sind? Das sind drei im Wesentlichen. KNX ist das am weitesten verbreitete. Das findet man in sehr vielen Gebäuden, hauptsächlich funktionalen Gebäuden. Hat auch Funk. Standards auch im 868 MHz Band. Dann haben wir LON, das ist ein weniger bekannter Bus. Und dann gibt es das BACnet, das ist mehr so für die High-Level-Automation. Das sind aber alles Standards, die besonders die letzten beiden, die quasi schon abgelöst sind durch strukturierte Verkabelung und Ethernet und damit Internetprotokolle. Und deswegen glaube ich, dass das 6LoWPAN hier, wenn man was in dem Bereich tut, der nächste große Schritt ist, um das zu vereinheitlichen und eine weltweite standardisierte Lösung zu machen, wo jeder teilnehmen kann. Wir kennen das von den Internetprotokollen. Da brauche ich kein Gremium, was mir die Compliance checkt und wo ich viel Geld einwerfen muss, damit ich irgendwie einen internetkompatiblen Sticker draufpicken darf. Was aber bei diesen ganzen Protokollen der Fall ist. Ja? Also wenn ich dort irgendein Device bauen will, wo ich kein X draufschreibe, dann muss ich einen Test machen lassen für dieses Device und viel Geld einwerfen, dass es diesen Sticker bekommt. Davon gehen wir weg. Es gibt aber jetzt schon natürlich billige KNX-Devices in China, die auch keinen Compliance-Test haben. Aber ich glaube, die Lösung liegt eher in der Richtung, hier auf ein offenes Protokoll zu gehen. Jo, das mal von meiner Seite. Gibt es Fragen dazu? Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit.
Also die Frage, was kostet Sixlovepan, und es gibt diese ESP82 irgendwas Devices, die ein WLAN-Chip sind und in China, glaube ich, 6 Euro kosten oder irgend sowas. Ja, der Unterschied ist mal rein vom Stromverbrauch her. Mit dem ESP wären Sie nicht glücklich, wenn Sie den aus Batterien versorgen wollen. Es gibt Leute, die tun das, die legen dann den Schlafen, schalten das WLAN aus und warten, wenn man nur jede Stunde irgendwas tun muss, kommt man schon eine Weile mit Batterie durch. Mit einem Sixlovepan-Device kommen Sie halt typischerweise auf Batterielebensdauern von 2 AAA-Batterien auf ein Jahr. Aber ohne spezielle Maßnahmen, weil das legt sich eh regelmäßig schlafen zwischen den Sendezyklen. Kosten, wir haben unten Prototypen gebaut, das ist ein Breakout-Board, das sind Kleinstserien, da kostet ein Stück 32 Euro. Das wird sicher deutlich billiger, wenn man mehr davon baut. Und es gibt schon, also das ist ein Atmel-Mikrocontroller, Standardteil. Wir verbauen dann ein Dresden-Modul von Dresden Elektronik, was uns deswegen gut gefällt, weil es gleich eine MAC-Adresse hat. Ist Open Hardware, kann jeder nachbauen. Also wenn Sie irgendwie eine Quelle haben, wo Sie mehrere Stück produzieren wollen, sind wir froh, dann würden wir uns mit anhängen. Ja. Also das Zeug wird billiger, aber zurzeit ist es halt noch relativ teuer. Die RFCs dazu sind so ab 2014 oder so, also auch noch nicht so alt. Thema entwickelt sich schneller in den USA zurzeit, weil da eben KNX ist so ein Bus, der hauptsächlich von Frankreich und Deutschland getrieben wird und hierzulande noch sehr verbreitet ist. We will see, ja. Also die Preise werden sicher günstiger. Bitte. Es gibt zwei? Ja. Es hat sich schon eins durchgesetzt, das war alte Folie, durchgesetzt hat sich von der IETF, das RPL heißt es, Routing over Low Power Lossy Networks oder so, die Arbeitsgruppe von der IETF heißt so, ist ein eigener RFC. Wenn Sie es genauer interessiert, bitte Mail, dann kann ich Ihnen die RFC-Nummer, die weiß ich nicht auswendig, aber ist inzwischen standardisiert, läuft auf Basis von ICMP Version 6, also ist alles IPv6, also sind standardisierte ICMP-Nachrichten, die da für dieses Routing-Protokoll ausgetauscht werden und funktioniert für große Netze nachgewiesenermaßen. Weiß ich nicht. Also die Frage war, ob das Homematic von Konrad IPv6 verwendet, ich weiß es nicht, also Sixlovepan verwendet, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube auf den Schildern steht der Hersteller drauf, da kann man es nachsehen. Das ist irgendwas mit Pre-Shirt-Key. Ja. Vielleicht statisch. Wir haben jetzt mit IPv6 in der ersten Generation. Ja, also was ich mir von der Standardisierung auch erhoffe, ist das mit der Security, weil wir doch mit TLS einiges geschafft haben. TLS gibt es auch eine Variante für UDP, Datagram TLS, also DTLS, was die gleichen Key-Exchange-Mechanismen und so weiter hat und was schon deutlich besser ist, wenn weltweit einige führende Krypto-Leute an sowas arbeiten, als wenn irgendein Zigbee-Konsortium sowas designt. Ja. Würde ich mir erhoffen, aber wir werden sehen, wir werden sicher noch einige Probleme, Security-Probleme im IoT-Bereich sehen. Ja. Das war sicher nicht das Letzte. Gut, dann danke vielmals.